Festfahren, Verdichten, Walzen, Schrägen. Gut, das hat sich, glaube ich, lange rumgesprochen. Der schwerste Schlepper und ich sage mal, die Anpassung der angefahrenen, angelieferten Mengen und damit eben auch das Sicherstellen, dass genug Zeit möglich ist zum Festfahren selber. Wer sich mal vor so ein Maisilo stellt, wenn die Anschnittfläche, sag ich mal, schon ein beträchtliches Maß hat, der wird relativ schnell feststellen, wenn so ein Haufen gut verdichtet ist, kriegt er den Daumen in der Regel, wenn überhaupt, einen halben Zentimeter reingedrückt in so einen Maishaufen. Und warum die oberen, sagen wir mal, 30 Zentimeter sehr häufig Opfer von Nacherwärmung und Schimmel sind, kann man dann auch recht schnell herausfinden, weil da oben kriegt man den Daumen dann nicht selten bis zum Anschlag sozusagen rein, sprich bis zur Hand selber. Da hat man halt so viel Sauerstoff drin. Insofern ist also alles, was man in dem Bereich Festfahren, Verdichten, Walzen, Schrägen möglicherweise, gerade bei sehr großen Silohaufen, dass man die Schrägen vielleicht zum Schluss mit einem Bagger nach oben zieht, machen hier und da schon ein paar Betriebe im letzten Schritt sozusagen, wenn alles festgefahren, soweit verdichtet, mit vielleicht auch noch so einer Verteiler-Rüttelwalze gearbeitet worden ist, kann man dann tatsächlich hergehen und vielleicht 5 Liter 10 zu 1 NC-Säure-Wassergemisch pro Quadratmeter aufbringen. Machen etliche Betriebe mit einem Fass oder mit einem IBC-Container und haben hinten so einen Querbalken, über den sie das Material praktisch über die gesamte Fläche rauslaufen lassen. Wir reden über Menge, das muss klar sein. Das ist nicht mit einer Gießkanne erledigt, das ist Spielerei. Wir brauchen wirklich Menge, damit wir diesen Effekt der Konservierung der obersten Schichten erreichen und damit dann eben auch den Gammelanteil weitestgehend auf Null reduzieren kann. Da gibt es sehr, sehr positive Berichte von den Betrieben, die das in den letzten Jahren schon umgesetzt haben. Man kann das als Berater oder, sag ich mal, als ein bisschen mit der Praxis Vertrauter dann oftmals schon sehen, wenn man von Weitem auf so ein Silo zugeht, wenn es dann aufgedeckt worden ist, dann sind die oberen, sag ich mal, ist die obere Schicht, der obere halbe Meter, hat irgendwie so die Optik, als wäre das Material gerade eben erst zusammengefahren worden. Nimmt also nicht irgendwie so eine silierte Farbe an von so einem Silierhut, sondern bleibt ziemlich blond, wenn ich das mal so sagen darf. Dieses Material ist praktisch, man könnte sagen, tot konserviert worden. Und das ist der Gedanke daran. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.